was uns beim anderen am meisten stört, sind im Grunde die Kinder. Wenn der andere jetzt keine Kinder hätte, dann wäre das eine ganz andere Nummer. Also im Grunde haben wir gedacht, verstehen wir uns noch sehr, sehr gut, aber durch die Kinder wird es irgendwie verschüttet. Die Kinder haben irgendwie einen Keil zwischen uns getrieben und ja, den kriegen wir jetzt auch nicht mehr abgetrieben. Und darum haben wir gesagt, okay, dann machen wir es konsequent. Wir trennen uns jetzt ganz offiziell wegen der Kinder. Das ist die Begründung nach außen. Wir trennen uns wegen der Kinder. Viele machen es ja genau andersrum. Ja, viele sagen ja, wir bleiben zusammen wegen der Kinder. Alter, wie doof kann man sein?